Alles fängt mit dem Verschwinden von 5 amerikanischen Flugzeugen an, die 1945 zu einem Übungsflug aufbrechen und nie zurückkehren. Nachdem angeblich auch noch Dutzende Schiffe in dem Seegebiet verschwinden, machen wilde Theorien und Spekulationen die Runde. Für das Verschwinden werden extreme Unwetter oder Monsterwellen verantwortlich gemacht. Anderen scheint eine Entführung durch Außerirdische oder ein Angriff von Seeungeheuern als plausible Erklärung. Und dann kam die Methantheorie. Das Naturgas Methan entsteht bei Fäulnisprozessen unter Luftabschluss. Im Mittelalter war es als Sumpfluft bekannt. Am Grund von Gewässern zersetzen Mikroorganismen Pflanzenreste und anderes organisches Material. Dabei gebildetes Methangas steigt auf oder reichert sich im Boden an. Chemisch besteht Methan aus 4 Wasserstoffatomen, die sich um ein Kohlenstoffatom anordnen. Bei niedrigen Temperaturen und ausreichendem Druck bildet sich ein besonderes Gemisch: Methanhydrat. Vereinfacht gesagt ist das nichts anderes als Eis mit eingeschlossenem Gas. Und seine Speicherfähigkeit ist enorm. 1 Liter Methaneis bindet zum Teil mehr als 160 Liter Gas. Taut das Methanhydrat auf, dehnt sich das zusammengepresste Gas explosionsartig aus und sprengt sich den Weg frei. Das energiereiche Gemisch lagert vor allem an den sogenannten Kontinentalhängen, wo die Kontinente in die Tiefsee übergehen. Dort hat sich bei niedrigen Temperaturen und hohem Wasserdruck reichlich Methanhydrat gebildet. Wird dieses Methan plötzlich freigesetzt, kann es je nach Beschaffenheit des Meeresbodens zu gewaltigen Erdrutschen und Tsunamis kommen. Auch hier vor der Küste von Florida werden riesige Vorkommen von Methanhydrat vermutet. Und dieses Vorkommen könnte eine ohnehin schon hitzige Debatte noch weiter befeuern. Nehmen wir mal an, das hier sei Florida. Dann wären 1600 Kilometer entfernt ungefähr hier die Bermudas. Und da wäre Puerto Rico. Das Seegebiet dazwischen, also zwischen Puerto Rico, Florida und den Bermudas, das ist das berühmt-berüchtigte Bermuda-Dreieck. Und genau dort sollen ja angeblich mehr Schiffe und Flugzeuge auf rätselhafte Art und Weise verschwinden als irgendwo sonst auf der Welt. Und genau dabei soll das Methanhydrat eine entscheidende Rolle spielen. In der Theorie kann aufsteigendes Methangas also Schiffe untergehen lassen. Ob das auch in der Praxis funktioniert, das probiere ich jetzt mal aus. Vor mehr als 2000 Jahren hat der griechische Gelehrte Archimedes die Gesetzmäßigkeit des Auftriebs erkannt. Nämlich, dass ein Körper schwimmt, wenn seine Dichte geringer ist als die des von ihm verdrängten Wassers. So, alles, was ich jetzt noch brauche, ist dieses kleine Boot und ein bisschen Hilfe. Hey boys, do you have a second? Can we play together? Hi, I'm Dirk. Who are you? Braden. Braden? AJ. And AJ. Mit Braden und AJ will ich das kleine Boot sinken lassen. Dazu brauche ich 3 Strohhalme. Die abgebogenen Strohhalme positionieren wir unter dem Kiel des Schiffchens und dann pusten wir. Bei 3 geht's los. Okay, it's 1, it's 2 and 3. Hättet ihr das gedacht?
Und sollen wir das jetzt mal mit einem großen Schiff da draußen auf dem Meer probieren? Okay, thank you, boys. Huh? Das kleine Experiment hat gezeigt, zumindest kleinere Boote können durch so eine Methanblase tatsächlich untergehen. Aber im Bermuda-Dreieck sind nicht nur Boote verschwunden, sondern auch Flugzeuge. Und selbst dafür gibt es eine Theorie. Ein See im Westen Kanadas bietet im Winter regelmäßig einen fantastischen Anblick. Methan oder Sumpfgas, das regelmäßig vom Grund des Abraham Lakes aufsteigt, bleibt unter der Eisdecke stecken. Dabei wird die Blase immer größer, bis auch das sie umgebende Wasser gefriert. Dass die Blasen tatsächlich Methan enthalten, lässt sich ganz einfach überprüfen. Aber Vorsicht! Methan ist leicht entzündlich. In der Theorie hätten die alten Flugzeugmotoren das Methangas also entzünden können. Und die folgende Explosion hätte die Flugzeuge dann abstürzen lassen. Aber ehrlich gesagt, sehr wahrscheinlich ist das nicht. Und auch in Bezug auf die Schiffe bleibt vieles rätselhaft. Denn selbst wenn sich eine sehr große Methanblase vom Boden löst, auf dem langen Weg nach oben, würde die sich in unzählige kleine Blasen zersetzen. An der Oberfläche käme dann nur ein harmloser Sprudel an. Und der könnte wohl nicht mal mein Kajak versenken. Das Bermuda-Dreieck bleibt also ein Rätsel. Und es gibt viele Gründe, warum ein Boot kentern und sinken kann.